Ups. Oh, Mist. Scheiße. So, dann erst du schon mal nicht mehr, mein Freund. Ein wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zu Let's Play Mad Max. Ihr seht, es ist schon ein bisschen dunkler geworden, aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz, um die Mission zu beginnen. Deswegen brauchen wir noch einen kleinen Zeitvertreib. Was ist denn? Ach genau, das war dieses Denker am Lager, was ich in den Folgen gemacht habe, die... Ach, fahren wir doch da einfach mal hin. Ich hatte ja schon vor ein paar Folgen erwähnt, mir sind leider ein paar Videos durchgegangen, weil die Aufnahmen in den Binsen waren, also kaputt waren. Und da habe ich dieses markierte Stank-Anlager angegriffen. Das Problem war allerdings, ich konnte irgendwie die letzten 6, 7, 8 Typen nicht finden. Also die waren da einfach nicht. Und ich hatte so die leise Vermutung, / Hoffnung, dass das nur ein Bug war, den man entsprechend, schlecht beheben kann, außer vielleicht mit einem Neustart. Und da ich ja jetzt das Spiel inzwischen schon mehrfach neu gestartet habe, sollte das dann jetzt hoffentlich funktionieren. Soweit zumindest die Theorie. Ob die richtig ist, werden wir gleich sehen. Oh, da ist noch der... Stimmt, genau, da war der Turm. Da waren unten, glaube ich, Sachen vor. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal mit. Zack. Boing. We were only ever married to death, Max. And death does not share. So, hier ist besagt das Lager. Das sind beide Türme. Ich höre jetzt Geräusche. Das lässt mich hoffen, dass hier tatsächlich zwei Typen sind. Genau, 8 Stück fehlen mir noch, die ich verprügeln muss. Ah, ja, guck mal einer an. Zack. Ich meine, hier oder so war im letzten Mal, da war nämlich überhaupt keiner, was mich irgendwie gewundert hat. Weil im anderen Turm waren nämlich irgendwelche. Ja, sehr schön. Ja, das sieht gut aus, Leute. Das könnte was werden. Wutboden-Exekution. Ja, Mist, schade. Leider habe ich mich jetzt unterbrechen lassen in der Serie. So, damit hätten wir das Lager endlich. Schön. Wunderbar, damit haben wir auch endlich die letzten Vollidioten gefunden. Und ein historisches Relikt, was ich beim letzten Mal schon nicht gefunden habe, aber da werde ich jetzt auch nicht weiter nachsuchen. Stattdessen werde ich einfach mich mit dieser Beute begnügen. So, es ist immer noch nicht sonderlich dunkel. Deswegen schauen wir mal, was wir noch... Wir könnten mal zu Griffer gehen. Okay, da kann ich nichts abreißen. Schade. Wobei, ich muss gestehen, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wenn ich zu Griffer gehe, dass dann die Zeit so weit voranschreitet, dass wir schon wieder Tag haben. Das würde mich allerdings dann doch sehr ärgern. Plumps. Okay, ob das jetzt so gut war, weiß ich gerade nicht. Ja, doch, man kommt hier wieder raus. Sehr schön. Weiß das, worum ich mich ein wenig gesorgt habe? So, dann sprich mal mit uns. You approach different. Am I now your friend? No friends. Allies, maybe. Never friends. Are you afraid I'll die? That some unseen malevolent power butchers anyone you draw near? No friends. They only mean trouble. That which is broken can be mended by love only.
Coole Sache auch, dass die Kameraperspektive jetzt mal eine andere war. So viel haben wir gar nicht mehr zum Verbessern. Ich glaube, wir haben noch die 5 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir sind voll upgegradet. Wuhu! Oh, okay, so viel Zeit scheint doch nicht vergangen zu sein. Umso besser. Was willst du denn? Ach, komm her. Und du bist weg. So, ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt gleich einfach mal zu dem Lager und versuchen mal unser Glück, ob wir da jetzt die Mission starten können, ob es dunkel genug ist. Erfahren werden wir es letztendlich erst, wenn wir es versucht haben. Nein, nur nachts. Das heißt, es ist noch nicht dunkel genug. Das ist schade. Dann würde ich sagen, zur Überbrückung machen wir einfach mal dieses Katapult kaputt. Und wir fahren einfach mal querfeldein. Hui! Ja, vielleicht sollten wir doch auf der Straße fahren, dann kommen wir ein bisschen schneller in die Pötte. Ach stimmt, dieses Lager. Ich entsinne mich. Es hat mich sehr zum Fluchen gebracht. Könnt ihr euch auch noch entsinnen? Autsch! Au! Echt jetzt? Was zum Teufel? Ach echt jetzt? Mein Gott, ich fahre wie der erste Mensch heute. So, das Katapult scheint irgendwo da oben zu sein. Hallo, boing. So, dann mal weg mit dem Deckel. Zack. Ach, mein nächster juckt aber auch immer. Boing. So. Ein weiteres Katapult weg. Haben wir noch irgendwas? Ich würde sagen, wir begnügen uns jetzt. Au, warte mal, da oben, da ist so ein schöner Legendensprung. Den können wir doch eigentlich mal mitnehmen. Dann können wir es ja nochmal so langsam versuchen, die Mission zu starten. Haha, einfach mal vom Berg geboxt. So wie es auch sein sollte. Hui! Es war ein schöner Sprung. Liegt da auch noch Beute? Ja, da liegt irgendwas. Würde ich sagen, reparier du mal den Wagen. Ich schnapp mir mal die Beute. Boah, mein Gott, 52 plus 26 Bonus und 22 plus 11. Ach, herrlich. So macht das doch Spaß, liebe Leute. Ich würde sagen, ich versuche es jetzt nochmal mit einem Teleport. Wenn nicht, dann wird, glaube ich, die Zeit langsam zu knapp in dieser Folge. Werde ich dann noch gucken, dass ich vielleicht noch eine Todesfahrt oder so mache. Hm, mal schauen. Ah, so, da haben wir es doch schon. Sehr schön. Dann schnappen wir uns mal diesen wunderschönen Wagen. Company. Time to get out of here. Ups. Oh, Mist. Scheiße. So, dann erst du schon mal nicht mehr, mein Freund. So, ich muss nach dem Gas Town. Okay. Hm.
Also ich hoffe, der Sprit reicht auch noch. Ich muss einigermaßen vorsichtig fahren, denn ich habe leider keinen Schambacker dabei, der mir die Karre repariert. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen hoppla, vom Gas runtergehe bzw. auf die Bremse trete. Na super, auch noch Verfolger, sehr schön. Flamer Gamer, huhu, sind das nicht die Leute, die mal in Foren andere Leute beleidigen? Wie, das war es noch nicht mit dir? Ich habe doch auch deinen Tank zerschossen, was soll das denn? Okay, versuchen wir es mit der guten alten Reifenvariante. Da dürfen wir, glaube ich, mehr Erfolg mit haben, offensichtlich. Na komm schon, zieh! Also, und das war's mit dir? Na, das mit Reifen ist echt praktisch. Kameraansicht finde ich gerade nicht so praktisch, weil ich sehe relativ wenig. Zwar nur geradeaus, aber ja, so ein bisschen Sicht wäre schon. Das war jetzt irgendwie leicht verbremst, Entschuldigung. Ach, da waren auch noch zwei Spackos, die Mollys werfen, ist klar. Ah, ein Sniper auch noch, sehr schön. Kommt doch Freude auf. We could have loved you. We could have mended you. Ah, wie gesagt, diese Einspieler finde ich grandios. So von der Inszenierung her. Daneben, daneben. So, ich glaube, ich habe es auch gleich schon geschafft. Dürfte jetzt eigentlich nichts Großes mehr kommen. Huhu! Und da sind wir auch schon. So, damit hätten wir abgeschlossen Crow ohne Dazzle. Ich habe den Crow Caller und die Lautsprecher, die der Outcryer wollte, gefunden. Hurra! So, jetzt die große Quizfrage. Gibt's noch irgendwas an Nebenmissionen? Ich glaube nicht, oder? Nö, zumindest sehe ich hier gerade nichts. Gut, ich bin mir noch nicht sicher. Wobei eigentlich doch, ich glaube, ich werde nächstes Mal das Let's Play so langsam beenden. Ich werde mich an die Hauptmission Schreib meinen Namen in Blut begeben. Und, ich sehe gerade, ich habe noch einen Moment. Will ich noch irgendwas sammeln? Kann ich noch irgendwo was bauen? Ich weiß gar nicht. Nee, hier fehlen mir noch die Teile. Da fehlt mir auch noch zu viel. Kann ich ja nicht hier irgendwo... Ja, cool. Warum habe ich eigentlich nicht mal versucht, hier die Teile zu bauen? Ich meine, bietet sich ja an. Weil es hier sowieso alles nur einmal gibt, hier sämtliche Teile. Ich markiere mir die mal. Vielleicht mache ich das ja noch fertig nächstes Mal, vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich auch die finale Mission. Das will ich einfach mal offen halten, um ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten. Kann ich mir das nicht markieren auf der Karte? Doch. So, da hätten wir das Teil. Ja gut, ich würde sagen, dann schauen wir einfach mal, was wir dann nächstes Mal machen werden. Können wir noch irgendwas Gescheites am Magnum Opus verbessern? Nein. Motor. Ah, da haben wir noch nicht genug. Schade. Nun gut, sei es drum.
Dann bedanke ich mich an der Stelle wie immer für euer Zuschauen und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Mal schon das Finale machen werde oder ob ich da nochmal hier ein bisschen diese Festung verbessern werde. Wird man sehen. Schaltet einfach rein, dann erfahrt ihr es. Bis dahin. Tschüssikowski!